Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Heftige Humanoiden oder genauer gesagt hier um den Abschnitt Bucky. Dafür befinde ich mich jetzt hier im Teilgebiet Eredas von Argus bei etwa 67,44. Und ja, ich habe schon einmal einen Guide dazu erstellt, wie man diesen Gegner besiegen kann. Leider haben halt diverse Patches die Taktik unbrauchbar gemacht, deshalb halt auch hier diese Anpassung. Wir verwenden hier Squeaky mit Fischklatscher, Stampede und Blase. Dann Vater Wind des kleinen Helfer oder auch den normalen Helfer, also die Attacken sind ja da gleich, mit Eislanze, Schneesturm herbeirufen und Eisgrab und zum Schluss noch Kernfeuerwichtel mit Rausch, Flammenwerfer und wilde Magie. Breeds sind eigentlich egal, beziehungsweise diese drei Pets haben ja nicht verschiedene Breeds, deshalb muss man nicht speziell darauf achten. Beginnen wir gleich mal den Kampf und gleich zu Beginn müssen wir einmal passen, da wir gleich ausgewechselt werden und dann kommt der kleine Helfer in den Spiel. In den Kampf und hier gleich das Eisgrab einsetzen und hier kommt jetzt dann gleich ein kritischer Punkt, vor allem wenn Bucky halt zweimal kritisch trifft, kann es zu einer Niederlage führen, aber wenn alles normal abläuft, sollte es da eigentlich keine Schwierigkeiten geben. Wir wechseln jetzt aber an dieser Stelle zurück auf Squeaky und ein Crit hält er eben aus, also dieser hier zum Beispiel würde er aushalten. Aber wenn jetzt gleich im zweiten Durchgang nochmals crittet, würde halt Squeaky zu früh sterben. Wir selber setzen aber ebenfalls die Stampede ein. Und ihr seht, Squeaky überlebt hier recht knapp, obwohl wir einmal gecrittet wurden. Jetzt kommt hier das Eisgrab, wird natürlich verstärkt durch die zerschmetterte Verteidigung und zusätzlich ist der Gegner auch noch eine Runde betäubt. Auch wenn wir jetzt selber gecrittet haben, hat er keinen großen Einfluss auf das Kampfgeschehen. Dann werden wir hier ausgewechselt, weil hier Lerentor wieder aktiv ist und dann kommt hier Kernfeuerwichtel in den Kampf. An dieser Stelle gleich zu Beginn den Flammenwerfer einsetzen, der wird jetzt nochmals verstärkt durch die zerschmetterte Verteidigung. Und danach die wilde Magie, was ebenfalls halt den Tod vom Flammenwerfer verstärkt. Jetzt dieser Crit ist, ja, hat keinen großen Einfluss auf das Kampfgeschehen, deshalb kann man das groß ignorieren. Dann an dieser Stelle den Rausch einsetzen, nachdem die wilde Magie auf dem Gegner drauf ist. Und da wir jetzt schneller sind als der Gegner, können wir nochmals den Flammenwerfer hinterherwerfen, was ebenfalls ja verstärkt wird durch die wilde Magie. Aber hier durch dieses Stampede sollte man eigentlich immer sterben und dann kommt hier der kleine Helfer in den Kampf. Und hier ist es eigentlich meistens so, dass man nur noch Schneesturm herbeirufen einsetzen muss, auch wenn ich vorhin gecrittet habe. Der Crit war jetzt kein großer Crit, also das waren irgendwie so um die 30 Schaden mehr, als man sowieso gemacht hätte. Und deshalb das keinen großen Einfluss, weil hier Schneesturm herbeirufen ebenfalls noch wilde Magie verstärkt wird. Also da sollte man eigentlich genug Schaden anrichten können, um den Bucky ja zu besiegen. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!